Herzlich willkommen bei 21 Bau TV. Heute hatten wir wieder eine Betonage. Vorher ein herzliches Dank an Frank für die wiederholte Spende zu unserer Videoausrüstung. Und liebe fränkische Grüße an Matthias. Dankeschön. Ja, was hatten wir heute? Und zwar bei dieser Deckenplatte für die zukünftigen Restaurants zwischen Bahnsteig, Halle. Was ist jetzt los hier? Das da weg. Zwischen Bahnsteighalle und Monatsbau wurde dieser Abschnitt betoniert. Damit ist die Platte komplett bis hier vorne soweit fertig. Also hier noch ein Oval und dieser Abschnitt direkt beim Mitteleingang, beim Monatsturm. Und weil die Oberlichter von unten in die Decke integriert sind, können die verschwinden, und zwar alle, nicht nur eins. So, jetzt. Also, das ist erledigt. Als nächstes steht an D11 der Rest hier, und wenn das komplett ist, dann ende ich oben die Anzahl der fertigen Schwindgassen inklusive der noch ausstehenden bei die Kranaussparungen. Ja, Kranaussparung ist das Stichwort hier. D9 hat sich verändert, kein Kran mehr drin. Der ist jetzt aufgebaut, also von hier nach hier gewandert, bis auf das unterste Element, denn das wurde hier direkt in den Bahnsteig betoniert. Also das Kralelement nicht, aber so eine kleine Vorrichtung aus zwei Stahlplatten und dazwischen Baustahl. Meter hoch, wie ein kleiner Kranz oder ein Käfig, der wird mit einbetoniert, und dann muss man nur noch am Schluss das unterste Element von dem Kran von dieser Platte abschrauben oder von den vier Platten, und dann das kleine Stückle zu betonieren. Und das war's. Ja, und in der Zwischenzeit ist der Kran stabil in diesem Bahnsteig mit fest einbetoniert. Und was kommt als nächstes? Ja, bei D12 ist jetzt auch diese kleine Hutze, die dann für die Nordeingangsglaskuppel das Fundament bildet. Die ist eingeschalt. Sehen wir gleich auf dem Webcam-Bild. Und mittlerweile sind noch mehr Lichtaugen vorbereitet worden, und ich sehe gerade hier, kann ich diese Stahlträger, die Konstruktion auch bei K4 einfügen. Das haben wir heute gesehen. Auf Google Fotos sind einige Bilder dazu. Also, jetzt mal die Webcams. Hier sehen wir die Pumpe mit Verlängerung für die Betonage dieser Deckenplatte. Und wie angesprochen hier, das ist die Schalung von dieser kleinen Hutze. Und bei D11 ist oben alles freigeräumt worden. Und ein Foto aus diesem Fenster zeigt uns, dass daran gearbeitet wurde. Also auf dem Link in der Videobeschreibung Google Fotos einfach mal nachschauen. K14 bekommt eine Sonderbehandlung. Und D9 hier ohne Kran. Der Ausleger ist hier noch auf der Bahnsteighalle und mittlerweile hier drauf montiert. Also jetzt zoome ich hier noch mal rein, denn hier sind noch keine Querträger oben zu sehen. Also diese Filigranen hier, die dreimal. Da kommt er gerade, sehe ich jetzt.
angeflogen und als ich durchgelaufen bin, habe ich ein Foto gemacht. Also, das war ja dann ganz aktuell. Sehr schön. Also, D9 ist jetzt in der Endphase. Hier noch das letzte Stück von D11. Und dann können wir auch diese Nummerierung ändern. Und jetzt noch der Blick von der alten Bahndirektion. Da sehen wir nämlich die Betonage von heute Morgen ganz deutlich. Also die Pumpe streckt sich rüber und hier sieht man noch durchschimmern die Oberlichtvertiefungen im Hintergrund. Kranaufbau. Und die letzten drei in D6, D11 und D14 verbauten Kräne in der Bahnsteighalle. Auf unserer Tabelle sieht es dann so aus. Also D9. Kranaussparung ist gelb, Haken ist dran, der ist weg. Und hier werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Vorschaubilder einkleben. Schauen wir uns diese Tabelle an. Also hier ist jetzt im Bau und dann kann das hier als komplett abgehakt werden demnächst. Also Blick vom ITS. Da sehen wir, hoppla, da sehen wir auch nochmal. Na, was ist denn? Da sehen wir auch nochmal die Betonage heute Morgen. Hier rüber. Und da ist der Bereich. Und wahrscheinlich ist das Video, das ich vom ITS gemacht habe, auch schon online. Längs gezogene Regentropfen und hier Kranumbau. Schauen wir noch ein bisschen nach links vom ITS. Sehr schön zu sehen. D9 ist jetzt ohne Kran und drüben ist er aufgebaut worden. Noch der Ausleger hier. Abdichtung D8 abgeschlossen. Ja, und der Kran in D11 hat ja eine Webcam und auf der sieht man zurzeit ein bisschen Werbung und heute Morgen die Pumpe. Und das sind die Aufbauten für die Schwindgasse D12, die als nächstes eigentlich betoniert werden kann, oder das Stückle von D11, aber da ist ja noch keine Schalung dran. Naja, schauen wir mal, was zuerst kommt. Jedenfalls, dann verschwinden diese Gerüste wieder und wir haben wieder Blick auf hier hinten SK24. Jetzt noch ein Blick zum Südeingangsbereich. Also, da ist die zweite Hälfte vom Südeingangstunnel zwischen der Eingangskuppel und der Bahnsteighalle sehr weit fortgeschritten mit der Armierung. Man sieht hier auch bisschen pixelig, aber deutlich diese dunklen Stellen für den Betonpumpenrüssel. Also, letzte Arbeiten wahrscheinlich werden hier gerade Abstandshalter angeflochten und dann noch Schalung ran. Das Stück ist ja auch schon soweit fertig und ich schätze, das, was man hier so kriselig sieht, ist vielleicht Abstandshalter. Naja, Schalung braucht es noch. Und da drüben wurde auch fleißig gearbeitet, konnte ich aber nicht erkennen, was genau da passiert.
Jetzt noch der Blick von dieser Webcam in diesem Fenster bei dem Gebäude. Sodale. Also, hier gibt es was Neues. Das Bohrgerät ist wieder im Einsatz. Das Großbohrgerät. Um Gründungspfähle zu setzen oder eine unterirdische Wand, in dem ein Loch neben dem anderen gebohrt wird und ausgefüllt wird mit einem Armierungskäfig und Beton. Und dann kann man eine Seite dieser unterirdisch gebauten Wand freilegen. Ja, und hier sehen wir von der Seitenwand, die wirklich dann für den B14-Tunnel ist, also der nächste Abschnitt. Und hier die andere Seite, da sehen wir auch schon die Armierung. Yes. Und hier hinten der Kranumbau. Und beim Südeingang, da ist durch diese Visualisierung am Bauzaun zu viel verdeckt. Na gut, dann gehen wir doch mal zum Flughafen. Nämlich auf der Messe Piazza. Das Eingangsgebäude, da sieht man, also die Säule haben wir beobachtet, wie sie gebaut wurde. Bis hier schon betoniert und hier sehen wir die Anschlussarmierung für den nächsten Abschnitt. Und jetzt aktualisieren wir mal. So, da hat sich was getan. Im Hintergrund neue Armierung. Naja, und den Rest kann man nicht beobachten, denn hier ist die neue Wand noch eingeschalt. Und an der Neubaustrecke gehen wir ein bisschen weiter. Da liegt schon einiges bereit. Also die Schwellen sind da und die feste Fahrbahn, der Untergrund dazu ist hier gegossen. Und diese Webcam steht leider seit dem 25. Aber zumindest sehen wir, hier wurde eine kleine Rampe angelegt zum Reinfahren. Und im Hintergrund auch wieder die Schwellen, die ja nur zum Teil ausgegossen sind. Dazwischen liegt der Baustahl frei, sodass er dann in die feste Fahrbahn mit eingegossen ist. Hier unten sieht man es nochmal deutlicher. Noch ein bisschen weiter. Hier liegen die Schienen bereits drin. Und das Weiße hier könnte, nee, ist doch nicht. Oder vielleicht hier hinten. Jedenfalls ist der Trupp unterwegs, um die feste Fahrbahn zu bauen. Und das sehen wir auf dieser Webcam. Das war am 26. August an der Anschlussstelle Pliningen. Und heute sieht es so aus. Also, da ist die Fahrbahn. Ist das Gleis gut zu sehen? Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.